Jubel nach dem zweiten Halbfinalsieg gegen den Dresdner SC kannte keine Grenzen. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ist der SC Potsdam in die Final-Playoffs der Volleyball-Bundesliga eingezogen. Ein ganz wichtiger Faktor dabei, das Publikum in der MBS-Arena. Alexandra Jektic, die Libera der Potsdamerinnen, erinnert sich. Ja, das war das beste Gefühl für uns, weil wenn wir eine volle Halle mit Zuschauern sehen, es ist eine große Motivation für uns. Und die Zuschauer helfen uns, gegen Dresden zu gewinnen. Doch nun geht es gegen den Allianz MTV Stuttgart. Das Team aus Baden-Württemberg hat sich in dieser Saison schon den Sieg im DVV-Pokalfinale geholt und beendete die Hauptrunde in der Liga auf Rang 1. Wie stehen die Chancen für Potsdam? Ja, natürlich, Stuttgart ist große Favoritin, aber ich glaube, wir sind auch sehr gute Mannschaft. Und natürlich, es ist Finale, alles ist möglich und ja, wir wünschen auch Goldmedaillen. Der SC Potsdam hat sich jedenfalls konzentriert auf die Best-of-Five-Serie vorbereitet. Und wer weiß, vielleicht hält die Euphorie, die durch die letzten Erfolge entstanden ist, ja in den Finals an.